Hallo aus dem Petermax-Schauraum hier in Stockerau. Heute mit dem Rezept, mit dem Rezeptvorschlag und dem Gericht von Herbert aus Korneuburg. Heute gibt es Tatarbällchen à la Chivago. Ich weiß, das klingt ein bisschen erklärungsbedürftig. Auch für mich. Aber das werden wir jetzt aufdröseln in den nächsten paar Minuten. Zuerst einmal ein paar Schalottchen hier glasig schwitzen. Ich habe ein bisschen Butter in der Pfanne. Nicht allzu heiß, soll nur leicht glasig werden. Und dann haben wir nicht Rinderfaschiertes, wie im Rezept steht, sondern ich habe mir gedacht, wir probieren das mit einer vegetarischen, veganen Variante. Also eigentlich ist das natürlich die vegane Komponente, der Rest ist dann nicht mehr ganz so vegan. Aber Veggie, denn das ist Erbsenprotein, das heißt, hier haben wir veganes Hack. Und daraus soll ich Bällchen formen mit Toastbrot, kleinwürfelig schneiden, Hack dazu, Ei dazu, Milch dazu, Zwiebeln dazu und dann geht's schon ab. So, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen näher drauf eingehen. Erstens mal, lieber Herbert, Sie wohnen ja in Korneuburg, das ist ja quasi gleich ums Eck von hier. Entweder Sie posten auf Facebook oder auf krone.at unten, was denn bei Ihnen à la Chivago heißt, oder Sie kommen mal hier vorbei und deponieren das hier bei uns im Schauraum beim Empfang. Also ich habe mich durch den Schmöcker von Boris Pasternak durchgequält, nicht ganz. Ich habe den Film drei Viertel durchgeschaut, nächtelang mit Augenringen, mit der wunderbaren Julie Christie, mit der blutjungen Geraldine Chaplin und natürlich mit Altmeister Omar Sharif als Dr. Chivago. Aber der hat überhaupt nichts gegessen. In 4 Stunden Film hat er zu nichts gegessen. Ich glaube, einen Kaffee hat er irgendwann mal getrunken. Aber jedenfalls, mir ist nicht bewusst, was Sie denn mit à la Chivago meinen. So. Und dann möchte ich auch noch anmerken, Tatar ist ja eigentlich roh. Diese Tatarbällchen werden aber in etwas Suppe gekocht und dann auch noch in Soße angerichtet. Das heißt, es ist ja auch schon nicht mehr ganz Tatar. Aber ich lasse das jetzt einfach einmal so stehen. Sie klären auf und wir berichten dann in einer der nächsten Ausgaben, worum es denn da genau geht bei Ihren Tatarbällchen. Also, wir mischen da etwas Milch und unsere proteinhaltige Erbsenfaschiertes kräftig zusammen. Also von der Konsistenz überhaupt kein Thema, gar kein Unterschied zu echtem Hack. Butter und Zwiebeln auch dazu. Vom Geruch her riecht dieses Erbsenprotein-Hackfleisch sehr intensiv. Das dürfte also richtig gut gewürzt sein. Nichtsdestotrotz werden wir da trotzdem noch eine Prise Salz dazugeben. Natürlich das Ei. Und so beim Durchlesen des Rezeptes habe ich mal gedacht, das hat so ein bisschen was von so einem deutschen Klassiker. Sie haben ja im Rezept geschrieben, das soll dann so eine Mehl-Curry-Schwitze, die mit der Brühe dann noch aufgegossen wird, werden, in der die Bällchen dann angerichtet werden. Das wiederum klingt so ein bisschen nach Königsberger Klopse. Und weil da ja ein bisschen Essig und Kapern drinnen sind, habe ich mir die schon bereitgestellt. Das werden wir dann vielleicht soßentechnisch ein bisschen in die Richtung anlegen. So, jetzt formen wir uns da kleine Bällchen. Die da im Fond ziehen. Also es ist wirklich ein Filmklassiker, dieser Dr. Chivago. Aber wie gesagt, viel Kulinarik kommt in dem russischen Drama nicht vor. So wie es aussieht, bleiben sie mir ganz, das ist gut. So, und jetzt können wir uns schon der Curry-Mehlschwitze widmen. Butter in die Pfanne. Nicht zu knapp. Soll ja richtig viel Soße werden.
dann Curry und diverse Kräuteln dazu. Ich nehme hier auf jeden Fall wieder von meinem Majoran-Stock. Das passt super dazu. Vielleicht ist Omar Sharif ja genau in den Szenen, die ich mir nicht angeschaut habe und wo mir im Buch schon die Augen zugefallen sind. Tatarbällchen. Ich weiß es nicht. Ich merke gerade, da ist jetzt eh natürlich schon sehr essiglastig in dem Sud drinnen. Da brauche ich vielleicht gar keinen extra Essig. Kapern einmal kurz anhacken. So, jetzt Mehl dazu. Glatt rühren. Wenn da jetzt leichte Bröckeln schon entstehen, kein Schreck. Löst sich alles auf, aber eines ist klar, nicht dunkel werden lassen, sonst wird die Soße braun. Curry dazu. Und jetzt kann man schon mit etwas Obers. Und dann natürlich mit jeder Menge von diesem Rinderfond hier aufgießen. Bis das eine richtig cremige Soße wird. Es fängt schon langsam an, gut zu binden. Da geht auch relativ viel Flüssigkeit dazu. In meiner Überschwänglichkeit sehe ich gerade, habe ich mir da jetzt einen Knödel zerstört, aber überleben. So, jetzt kommen die Kapern dazu und die Kräuteln. Etwas Pfeffer. Und jetzt kosten wir mal rein. Schmeckt schon gut, braucht nur noch etwas Flüssigkeit. Eines fällt mir auf, bei meinem veganen Hack braucht es vielleicht doch ein bisschen mehr Bindung, als ich dachte. Vielleicht noch ein zweites Ei, denn so ein bisschen zerfallen tun sie mir. Aber ich lege sie da jetzt gleich mal ein. Gieße die restliche Soße dazu. Und das lassen wir da jetzt in dieser Soße noch ein paar Minuten vor sich hin köcheln. Und dann können wir schon servieren, die Tatarbällchen à la Chivago. So, einmal kosten wir noch. Jetzt ist die sozusagen das ausgeglichene Geschmacksniveau zwischen Essig und Cremigkeit und Würzigkeit, das passt jetzt wirklich gut. Und jetzt richten wir an. Also, cremige Soße mit Kapern, tolle Farbe hat es ja sowieso. Und dazu kommen jetzt unsere falschen Hackfleischbällchen. Zwei Stück. Und Herbert, ich erwarte im positiven Sinne eine Info zu à la Chivago. Einfach hier im Schauraum in Stockerauf vorbeikommen. Schriftlich abgeben, wenn Sie mögen, oder vielleicht erwischen Sie uns gerade bei einem Drehtag. Ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ich da von Ihnen eine Info bekommen würde. Vielen Dank fürs Rezept, viel Spaß beim Nachkochen. Ich sage euch jetzt noch, wie diese Bällchen schmecken. Nicht ganz wie faschierte Rindfleischbällchen, muss man schon sagen, aber eine durchaus Veggie-Alternative. Viel Spaß beim Nachkochen, Mahlzeit und bis zum nächsten Mal.